Hey, hey, ich bin Rick vom Emotion Bike und in dem heutigen Video geht es um Bremshebelcodes. Einige Codes kennt ihr, einige vielleicht nicht. Es gibt einen Code, den euch die meisten Händler nicht verraten und den erfahrt ihr im heutigen Video. Also bleibt dran, es bleibt spannend. Es gibt verschiedene Codes, die ihr mit dem Bremshebel einprogrammieren könnt. Zwei Codes könnt ihr zum Beispiel einsehen, wenn ihr direkt die Sohle einschaltet. Kommt mal rum, ich zeige euch das mal. Ich schalte die Light B ein und jetzt hier im Display seht ihr beim Hochfahren des Controllers P0 und E2. Ja? E2 steht für die Rekuperation, Medium, also mittlere Stufe, und P0 steht dafür, dass der Bremssensor aus ist. Bremssensor aus bedeutet, wenn ich jetzt hier Gas gebe, ihr hört das Rasseln in der Kette und ich betätige während der Fahrt die vordere Bremse. Ja? Der Motor bleibt an. Und das kann ich auch deaktivieren, dass der Bremssensor aus ist und ich fahren kann, Bremse und der Motor ausgeht. Ein Sicherheitsfeature, und das mache ich so, indem ich die Suron einschalte. Und jetzt, während die erste Zahl kommt, neunmal kurz den Bremshebel betätige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und einmal lang. Also halten. Und jetzt habt ihr P1. Bedeutet, die Bremssensoren sind aktiviert. Ich gebe nochmal Gas. Ihr hört wieder das Rasseln der Kette. Ich betätige die Bremse, die Vorderradbremse, und der Motor geht aus. Ja. Einfach ein Sicherheitsfeature, wenn ihr fahrt, gerade im Straßenverkehr, ihr betätigt gleichzeitig die Bremse, dass der Motor ausgeht und der Motor nicht gegen die Bremse anarbeitet. Übrigens auch für die Händler, die gerade das Video schauen, wenn ihr Probefahrten habt, macht es erstmal so, dass die Bremssensoren eingeschaltet sind und wenn jemand eine Probefahrt macht, bremst, dass der Motor ausgeht. Sonst kann es nämlich passieren, dass er nicht mit Gas und Bremse zurechtkommt und es dadurch auf die Nase legt. Von daher Bremssensoren aktivieren. Okay, dann noch die Rekuperation. Ausschalten, einschalten. Und ich werde mal 7-mal kurz den Bremshebel betätigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und einmal lang. E0. Rekuperation ist aus. Bedeutet, wenn ich fahre und vom Gas runtergehe, rollen wir ziemlich weit, wie man es vom Fahrrad kennt. Wir rekuperieren nicht, bedeutet, es wird kein Strom zurückgespeist in den Akku. Und das wird immer eingespeichert, indem wir ausmachen und wieder einschalten. Und jetzt könnt ihr im Display sehen, P1 und E0. Jetzt haben wir es eingespeichert, wie ihr sehen könnt. Also Rekuperation aus. Stärkste Stufe wäre E3. Das machen wir, indem wir einschalten und 4-mal kurz den Bremshebel betätigen. 1, 2, 3, 4 und einmal lang. Und jetzt springt er um auf E3. Stärkste Rekuperationsstufe. Natürlich ist es auch nicht so stark, dass wenn ihr vom Gas runtergeht, dass die dann sehr stark abstoppt, sondern das ist natürlich immer noch so, dass nichts passieren kann. Ja, ausmachen, einschalten. Und jetzt ist es auch gespeichert. Übrigens geht das auch bei der Suron Ultra B, dem ganz neuen Motorrad in der 125er Klasse. Wie das funktioniert, werde ich euch mal verlinken. Könnt ihr oben rechts auf das Video klicken. Und jetzt kommen wir zu dem geheimen Code, den die meisten noch gar nicht kennen. Wir haben jetzt noch zwei Sensoren verbaut, die man auch deaktivieren kann. Zum einen vorne ein Crash-Sensor oder ein Tilt-Sensor. Bedeutet, wenn die Light B fährt und einen gewissen Winkel annimmt, oder auch wenn das Bike umkippt oder während der Fahrt stürzt, geht der Motor aus. Und der zweite Sensor ist der Ständersensor. Das ist ein Sensor mit einem Magnet. Bedeutet, wenn der Ständer unten ist, haben wir keine Gasannahme. Das Bike fährt nicht los. Ihr stellt euch vor, ihr seid im Wald, ihr stürzt und reißt euch hier unten das Kabel ab. Kann mal passieren. Oder auch, ihr fahrt über Stöcker rüber, über Äste und ein Ast fängt sich da drunter und reißt das Kabel ab. Dann hatten wir schon Kunden, die waren mitten im Wald, Kabel wurde durchtrennt, gab eine Störung und das Bike ist nicht mehr losgefahren. Und jetzt stehst du im Wald, ja, müsstest jetzt praktisch das Bike nach Hause schieben. Der Kunde hatte mich angerufen, der hatte auch Empfang gehabt und hat gesagt, Rick, ich bin hier mitten im Wald, was kann ich machen? Und da habe ich ihm einen Code genannt, um diesen Sensor zu deaktivieren. Und da konnte er weiterfahren nach Hause und dann haben wir das Kabel wieder repariert. Ebenso für die Jungs auf einer Crossstrecke, die Sprünge machen, die stark in die Kurve reingehen. Grundsätzlich kann man auch so fahren, dass
man so weit in die Kurve reingeht, dass die Fußbremse einen begrenzt vom Winkel her, von der Neigung. Und damit dann die Leitbiene nicht ausgeht, kann man auch diesen Sturzsensor oder Crash-Sensor deaktivieren. Dieser Code ist nur temporär, bedeutet, wenn ihr fahrt und das Bike wieder ausschaltet, ist der Code raus. Ja? Und ihr müsst es erneut wieder einprogrammieren. Und das funktioniert folgendermaßen. Leitbier einschalten, währenddessen 6-mal kurz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, einmal lang und jetzt hier im Display erscheint C1. Ja? Und wir haben den Ständer unten und ich kann trotzdem Gas geben. Temporär habe ich gesagt, bedeutet, wenn ich später wieder einschalte und ich Gas geben möchte, geht es nicht mehr. Übrigens die Codes, ob ihr nun den rechten Bremshebel betätigt oder den linken, das ist egal. Es funktionieren beide. Also so und ausgeschaltet. Ich kann es euch nochmal gerne demonstrieren mit dem Crash-Sensor. Mal gucken, ob es funktioniert. Wir haben es jetzt nicht geübt im Vorfeld. Ich werde mal Gas geben. Und ihr seht, ab diesem Winkel setzt der Sensor ein und der Motor geht aus. Jetzt habt ihr auch eine Fehlermeldung. Bike fährt nicht weiter. Entsprechend müsst ihr nun erstmal ausschalten, einschalten und könnt dann wieder weiterfahren. Das war's zu den Bremshebel-Codes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, gerne in die Kommentare schreiben. Und damit sage ich Tschüss, bye bye und auf Wiedersehen.